Der 11-jährige Henry geht in eine reguläre Grundschule. Aufgrund des neuen Inklusionskonzeptes muss er keine Sonderschule besuchen. Gemeinsam mit zwei seiner Klassenkameraden, die körperlich behindert sind, möchte er bald aufs Gymnasium wechseln. Der Antrag der Eltern auf Inklusion, also dem gemeinsamen Unterricht ihres Sohnes mit nicht behinderten Schülern, auch am Gymnasium, wurde abgelehnt, denn Lehrer und Schulkonferenz stimmten dagegen. Die Begründung: Der Junge könnte dem Unterricht geistig nicht folgen und habe ein anderes Lernziel als das Abitur. Henrys Eltern wollen dies nicht akzeptieren. In einer Internetpetition haben sich bereits 20.000 Menschen für seine Aufnahme ausgesprochen. Jetzt soll der Kultusminister entscheiden. Ich möchte darum bitten, dass dieser Fall nicht dafür missbraucht wird, um entweder zu sagen, Inklusion in Baden-Württemberg gelingt oder gelingt nicht. Oder das Gymnasium wird eine Schule sein, an der die Inklusion spurlos vorbeigeht. Diese Entscheidung hat mit dieser Frage nichts, aber auch gar nichts zu tun. Der Minister betonte, dass bereits mehr als 400 Kinder mit sonderpädagogischem Bedarf an Gymnasien unterrichtet würden. Das Schulamt soll den Eltern nun Alternativen anbieten, Schulen, an denen eine angemessene Förderung des 11-Jährigen möglich sei. Ob Henry trotz seines Down-Syndroms noch auf ein Gymnasium gehen kann, entscheidet sich in den kommenden Wochen.